Hast du schon mal Erfahrungen mit einem bindungsängstlichen Ex gemacht? Oder gerätst du vielleicht selber immer wieder an Bindungsängstler? Oder umgekehrt, hast du Bindungsangst und erwischt immer ausgerechnet jene Personen, welche nicht von dir ablassen können? Ganz im Gegenteil, extrem viel klammern. Wenn du dich in diesen Situationen selber wiedererkennst, dann ist es sehr oft kein Zufall. Denn oft ziehen Bindungsängstler automatisch Verlustängstler an und umgekehrt. Und das kann eine sehr schmerzvolle und gefährliche Kombination sein. In diesem Video tauchen wir da etwas genauer ein, in diesen Beziehungsteufelskreis bei Bindungsangst und wie sich der dann oft auch selber befeuert. Fangen wir also an. Bevor wir uns aber diesen Mechanismus ganz genau anschauen können, braucht man ein bisschen Hintergrundwissen aus der Psychologie. Und zwar unterscheidet man verschiedene sogenannte Bindungstypen. Und die fallen jetzt nicht irgendwie vom Himmel, sondern die sind zurückzuführen auf Bindungserfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Und die Entwicklung und die Ausprägung dieser Bindungstypen, die beginnt schon ganz früh, nämlich in der eigenen Kindheit, nämlich in den Bindungserfahrungen, die wir als Babys und als Kinder machen. Aber stell dir das nicht irgendwie so vor, dass das dann quasi in der Kindheit irgendwie so eingraviert wird, wie so in einen Stein und dann, dass man das nicht mehr ändern kann, sondern unser Bindungstyp, der entwickelt sich auch über unser gesamtes Leben weiter. Zum Beispiel, wenn man selbst als Erwachsener mal ganz stark betrogen oder hintergangen wird in einer Beziehung, dann kann das auch wieder Einfluss auf den eigenen Bindungstyp haben. Und wenn du schon länger da bei Szenario 2 dabei bist, dann hast du sicher auch schon gemerkt, dass es gerade bei Liebe und bei Beziehung sehr wenig gibt, was irgendwie endgültig eingraviert oder einzementiert ist. Alles kann sich ändern. Umstände können sich ändern. Dahingehend, dass auch eine Beziehung wieder möglich wird. Man kann auch eigene Bindungsmuster reflektieren, sodass es das Zusammenleben einfacher und konstruktiver wird. Und ja, es ist sogar auch möglich, mit dem Ex wieder zusammenzukommen und danach gemeinsam glücklicher zu sein als je zuvor. Also, nichts ist fix, aber alles ist möglich. Das heißt, aus den Bindungserfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, entsteht dann unser Bindungstyp. Und Bindungsangst bzw. Verlustangst sind zwei Extremformen dieser Bindungstypen. Oder ein bisschen genauer, es gibt grundsätzlich mal einen sicheren und mal ganz allgemein einen ängstlichen Bindungstyp. Und der ängstliche Bindungstyp splittet sich dann nochmal auf in die Bindungsangst und in die Verlustangst. Und da kann man noch jeweils ganz, ganz tief eintauchen in die Materie, wie sich diese beiden ängstlichen Bindungstypen genau unterscheiden, wie man die erkennt, wie man sie überwindet, wie man mit einem Partner gut zusammenlebt, der einen gewissen Bindungstyp hat. Also wenn dich das interessiert, dann schreib mir das am besten gleich in die Kommentare, inklusive auch deiner Frage, die du da hast, weil dann greife ich das gern in den nächsten Videos, die ich da zu diesem Thema mache, gern wieder auf. Also, Bindungsangst kann aus dem unsicher vermeidenden Bindungstyp entstehen. Da ist es den Betroffenen wichtig, frei zu sein. Und die reagieren auf allzu viel Nähe oder auch auf Druck, der ihnen gemacht wird, mit Distanz und mit Rückzug. Verlustangst kommt aus dem unsicher ambivalenten Bindungstyp. Das ist, ein bisschen ungenau formuliert, so der gegenteilige Pol zur Bindungsangst. Und da kommt es dann sehr oft zu einem klammernden Verhalten. Da ist mehr Nähe immer besser als weniger Nähe. Und Zuwendung ist immer besser als Alleinsein. Verlustängstler haben, wie sie auch schon im Namen steckt, die große Angst, den Partner oder einen wichtigen Menschen zu verlieren und versuchen das dann auch zu vermeiden. Die Unterscheidung zwischen Bindungs- und Verlustangst, die kann man auch sehr gut anhand der Schmerzvermeidung festmachen. Bindungsängstler versuchen nämlich Schmerz zu vermeiden, indem sie sich gar nicht erst auf eine Bindung einlassen. Verlustängstler versuchen den Schmerz zu vermeiden, indem sie extrem an der Bindung festhalten. Und jetzt haben wir alles beisammen, damit wir auch diesen Beziehungsteufelskreis von Bindungs- und Verlustangst anschauen können. Warum sind diese beiden Bindungstypen also in Kombination so gefährlich? Darum geht's jetzt. Bindungsangst als auch Verlustangst haben im Kern einen geringen Selbstwert. Er schlummert da quasi ganz tief drin und darüber erst legt sich dann die Bindungsangst oder eben die Verlustangst. Und da ist das Gefühl ganz zentral, dass man bei der Verlustangst eben, dass man nicht alleine leben kann, dass man Bindung quasi braucht, dass sie sich bis hin zu lebensnotwendig anfühlt. Und auch bei Verlustängstlern ist es dann eben so, dass die sehr oft schon einen sehr schmerzhaften Verlust erfahren haben. Wie zum Beispiel eine super schlimme Trennung oder einen Todesfall eines nahestehenden Menschen.
Oder dass sie es gewohnt sind oder auch immer noch gewohnt waren, dass sie um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. In allen Fällen hat sich es aber so angefühlt, als ob man nichts irgendwie dagegen tun konnte. Und so besteht dann im Verlustängster der Drang, den angeschlagenen Selbstwert wiederherzustellen, indem man es diesmal schafft. Und dass man quasi jemanden, der gehen möchte oder sich irgendwie ein bisschen rar macht, dass man den bei sich hält, dass man den wieder einfängt. Und da kann man jetzt die Verbindung zum Bindungsängstler herstellen. In Beziehungen zeigt sich das dann nämlich oft so, dass der Verlustängstler die Trennung sehr schwer akzeptieren kann und das Gefühl hat, okay, ich muss da jetzt stärker drum kämpfen. Und der Bindungsängstler, der ist natürlich quasi durch seinen Drang eher wegzulaufen, aber besonders schwierig zu erreichen, beziehungsweise den kann man besonders schwer festhalten. Und je mehr der bindungsängstliche Partner sich dann entfernt, desto stärker beginnt der Verlustängstler zu kämpfen. Und das ist dann oft ein Teufelskreis, der sich gegenseitig verstärken kann. Das heißt, einen Bindungsängstler einzufangen oder festzuhalten, das wäre die beste Bestätigung für den Selbstwert von einem Verlustängstler. Jemanden festzuhalten, der immer wegläuft, das wäre der größte Erfolg. Zusätzlich triggert der Bindungsängstler im Verlustängstler auch diesen Glaubenssatz: Ich bekomme Liebe und Aufmerksamkeit nicht einfach so. Ich muss da wirklich was tun, ich muss da drum kämpfen. Und durch dieses Wegstreben vom Bindungsängstler denkt sich der Verlustängstler eben diesen Satz und eben nicht das, was ein sicher gebundener Mensch sich denken würde. Sowas wie, naja, wenn mir der nicht möchte, dann akzeptiere ich das, weil dann habe auch ich was Besseres verdient. Und aus diesem Mechanismus ergibt sich dann sehr oft ein Teufelskreis. Der Bindungsängstler strebt also bei Druck oder quasi bei zu viel Nähe oder Einschränkung eher weg. Das triggert beim Verlustängstler den Gedanken, ich muss mehr machen, ich muss kämpfen, diesmal schaffe ich es, und beginnt also hinterherzulaufen. Aber genau dieses Nachlaufen erzeugt beim Bindungsängstler wieder Druck. Was tut dieser Druck? Genau, der verstärkt dem Bindungsängstler das Bedürfnis nach Abstand und deswegen zieht er sich noch mehr zurück. Und idealerweise erkennt einer oder beide, was da gerade abläuft, sodass man den eigenen Bindungstyp hinterfragen und reflektieren kann und einen guten Umgang finden kann. Sodass man eben aus dieser Dynamik, diesem Teufelskreis aussteigen kann. Es kann aber auch die Gefahr bestehen, dass man ins Toxische abrutscht. Wenn der Verlustängstler beispielsweise kurz ein bisschen vom Bindungsängster ablässt, kurz mal aufhört nachzulaufen, dann wird die Bindungsangst unmittelbar auch nicht mehr getriggert. Das heißt, der Bindungsängstler kommt wieder zurück, der nähert sich wieder an. Der Verlustängstler, der kriegt dadurch aber wieder einen Hauch von Hoffnung und er beginnt wieder ins Klammern zu fallen. Und der Teufelskreis, der beginnt von neuem. Und das toxische Element ist da, dass der Bindungsängstler dann den Kontakt vollständig bestimmt. Es gibt da also den Merksatz, die Distanz gewinnt immer. Und so hängt man dann quasi drinnen, dass die Situation zur Belastung wird, aber man kommt auch irgendwie nicht voneinander los. Es geht dann also auch irgendwann gar nicht mehr um Liebe oder um eine harmonische Beziehung, sondern es geht dann nur noch um die eigene Selbstwertbestätigung. Also wenn du dich jetzt in einem Eck wiederfindest, vielleicht im bindungsängstlichen Eck oder im verlustängstlichen Eck, oder du vielleicht auch schon solche Dynamiken erlebt hast oder vielleicht auch gerade in so einer Dynamik drinnen steckst, dann hast du einen Schritt schon geschafft, nämlich den von außen auf die Situation draufzuschauen. Und das ist ganz wichtig, damit man da auch aussteigen kann. Reflektiere also auch mal deinen eigenen Bindungstyp und spür nach, ob dir, wenn du gerade in so einem Teufelskreis drinnen bist, ob dir das alles auch noch wirklich gut tut. Und ganz wichtig, wenn du bei deinem Partner, beim Ex und so weiter einen gewissen Bindungstyp feststellst, dann versuch bitte nicht, den da irgendwie zwangs zu therapieren. Denn das geht in den allermeisten Fällen ziemlich schief. Sehr oft kommt man selber nämlich dann irgendwie so aufdringlich oder obergescheit daher. Und insbesondere ist das dann der Fall, wenn Betroffene die eigenen Bindungsmuster noch nicht wirklich reflektiert haben. Gerade in solchen Situationen braucht es also ein bisschen Fingerspitzengefühl, damit man mit all dem gut umgehen kann. Wenn du dich in den Inhalten von dem Video wiederfindest und individuelle Unterstützung benötigst, dann hol dir gern ein Coaching bei uns. Das Coaching-Team unterstützt dich gern dabei, gute nächste Schritte für dich zu finden. Den Link zum Coaching-Angebot, den findest du schon hier unter mir. Und wenn du etwas mehr zum Thema Bindungsangst erfahren möchtest, dann klick dich auch rein in die Playlist zu diesem Thema. Ich verlinke sie dir hier neben mir. Dann tschüss, Baba und alles Liebe.